Hallo, im neuen Video. Wir haben gerade in Paleros abgelegt. Jetzt gucken wir mal, wo wir heute hingehen. Wissen wir noch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich in die Kissimmee. Ja, und die letzten Tage waren wir ein bisschen mit dem Auto und zu Fuß unterwegs. Da haben wir noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Das würde ich jetzt ganz gerne mal zeigen. Und dann geht es hier auf dem Boot wieder weiter. Jetzt sind wir ein bisschen mit dem Auto unterwegs. Mal nach Lefkas rüber gedüst. Mit dem Mietwagen. Und unser erster Stopp ist hier jetzt bei Agios Nikitas. Ist ein ganz schöner Beach. Lässt sich's aushalten. Das Wasser ist hier auch echt schön türkis. Ganz wenig los nur noch. Da hat jemand Spaß im Wasser. Voll goldig. Jetzt testet man Honig. Jetzt haben wir endlich hier einen offenen Honigstand gefunden. Die haben nämlich alle schon geschlossen. Die meisten, um jetzt vorbeigefahren sind. Prova, prova. Das ist auch fein, gell? Chiacto. Partiano, Petaxteto. Fragen wir mal, was er kostet. Elato. Elato? Aha. Poi Partiano. Okay. Das war mal die Körprobe auch noch. Efcaristo. Afta, afta, hola, hola, Lice. Afto. Oh, das ist auch fein. Vilico. Frutto. Mhm, mhm, mhm. So ein Likörchen wäre schon noch was, ja, ja. Portokal. So, jetzt haben wir eingekauft. Viermal Honig, einmal Likör. Ah, da sind sie schon, die Bienchen. Jetzt nehme ich ganz viele Imker in der Ecke, wo wir gerade fahren, auf dem Weg ans Südkap von Lefkas runter. Und da kommt man an ganz vielen Imkern vorbei und da stehen überall Bienenvölker. Und dann kann man hier überall Honig kaufen, haben doch einige Stände offen. Das ist echt, der ist total lecker, der Honig. Da freuen wir uns jetzt richtig, dass wir Honig kaufen konnten. Ja, sensationelle Blick hier. Geht ja brutal drunter. Ja, jetzt haben wir nochmal angehalten. Von hier hat man nämlich einen super tollen Blick. Und zwar bis rüber nach Kefalonia, Ithaca. Ganz im Hintergrund ist Atokos, die kleine vorne ist Akudi und hier guckt man nach Basiliki rein. Hoppala. Da ist aber einiges runtergekommen. Ja, hier muss es auch ganz schön geregnet haben bei Medicane, hat man uns erzählt. Lefkas hat nicht ganz so viel Wind gehabt, aber viel Regen. Schon wieder in der Laundry. Wäsche ist gerade fertig. Kommt jetzt in den Trockner. Und jetzt sind aus den zwei Miezis drei geworden. Und jetzt schlafen sie ausnahmsweise mal. Oh. Na. Nichts damit schlafen. Und die sind so anhänglich. Die sind richtig verschmust. Voll süß. Die haben halt keine Mama, gell?
Ein bisschen Dreck hat's halt so auch. Ja, ihr habt niemand, der sich um euch kümmert, gell? Ja, aber jetzt muss ich mich erstmal meine Wäsche kümmern. Bleib du mal, wo du bist. Wir können schon fleißig kuscheln. Ja. Ist so klein. Wir können richtig schön schmusen. Gell? Ja. So wie der Barometer rauf und runter geht, die Zacken hier. So schallt auch der Wind ein und aus. Momentan sehr schnell steigend. Prognose 9 plus. Bis in der 9 Grad. Gut, dass wir einen relativ guten Platz hier haben. Machen wir eine kleine Wanderung. Da oben ist ein Kloster und da laufen wir jetzt mal hin. Oh je, jetzt haben wir die Schafe aufgeschreckt, das wollten wir gar nicht. Und dieser mächtige Berg hier, das ist der Siri Gas. Das hat uns der Dimitris erzählt. Hinten rein. Ja, bei Nidre regnet es gerade ein bisschen. Da ist unser Ziel. Das Weiße Kreuz. Das Kloster. Die schöne Insel Skorpios darf man leider nicht mehr ankern. Darf man sich eigentlich nicht mal annähern, steht auf den Schildern. Das ist in russischer Hand. Schade. Heute schauen wir nochmal in die hübsche Amos de Simi. Da hat es uns nämlich echt gut gefallen. Ist ein bisschen mehr Platz wie das letzte Mal. Die ist nämlich nur vorne flach. Wenn man weiter hinten ankern muss, ist sie ziemlich tief. Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir da jetzt eine schöne Lücke haben. Hier haben wir noch ganz was Raffiniertes an unserem Geräteträger. So ein Bügel. Den kann man hier runterlassen. Man kann das Ding hier links, rechts einhängen. Und wenn man zurückzieht wieder, mit dem Flaschenzug, dann kann man das Ding hier hochnehmen. Und ob das funktioniert, wissen wir noch nicht, aber das probieren wir jetzt aus. Und funktioniert? Bist du zufrieden? Passt.
schön im Windschatten vom Schiff. Liegt unten auf der Badeplattform. Ich habe noch eine Verstärkung reingemacht, die dran hängt. Mhm. Und da ist halt schön Windschutz auch. Zwischen halb und dreiviertel Meter weg vom Wasser. Und jetzt kann man es mit dem Motor hinhängen, das ist natürlich super. Müssen wir den nicht immer wegmachen. Guten Morgen. Morgen. Ich habe einen Kaffee mitgemacht, ist ja schön. Ja. Dankeschön. Schöne ruhige Nacht, ha? Oh, super, ja. Wahnsinn. Das Wasser ist ganz glatt gewesen. Kein Wind, keine Welle. Und nur zwei Boote in der Bucht. Wir und noch ein paar Österreicher da drüben. Herrlich. Ja, das ist schon Samstag, der 10. Oktober. Und es wird euch wunderschön warm heute. Ganz windstill gewesen die Nacht in der Semibucht. Aber für Montag, Dienstag hat er reichlich Wind gemeldet. Südwind diesmal. Erst von Süden, dann von Südwesten. Das ist Montag früh um 9, 14 Knoten. Das ist noch gar nichts. Aber dann wird es langsam mehr. 24, 27, 41, 44 Knoten, 49 Knoten, genau die Ecke, wo wir sind. Hier ist Kefalonia, Ithaka, oben Lefkas. Da treiben wir uns gerade rum. Müssen wir uns überlegen, was wir machen. Das Wasser hat noch über 24 Grad. Kann man noch schön schwimmen gehen. Sieht auch richtig einladend aus hier in der Ormus di Simi. Ja, unser letztes Frühstück hier in der Ecke Lefkas. Wir gehen heute Richtung Prevesa hoch. Eigentlich eine Woche früher oder ein paar Tage früher als geplant. Aber die nächsten Tage soll ziemlich Wind kommen, unbeständiges Wetter sein. Dauernd Regen und Gewitter. Am Donnerstag nur 0 Stunden Sonne. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, da gehen wir in die Marina Prevesa. Da haben wir mehr Möglichkeiten, müssen noch einiges erledigen und einiges besorgen zum Einwintern. Ja. Ist leider so. Ich bin ein bisschen gefrustet, oder wir beide, glaube ich. Wir hatten eigentlich noch ein paar andere Sachen vor. Wir wollten Richtung Ithaka und Kefalonia und so. Das hat jetzt alles gar nicht geklappt. Durch Corona hat sich eh alles verschoben und die Segelsaison ist ja dermaßen kurz geworden. Dann hat uns der Medicane über eine Woche gekostet. Dann der Geräteträger, da waren wir in Paleros eine ganze Weile. 10 Tage. Ja, und jetzt soll eben wieder dieser starke Südwind kommen. Da weiß man ja auch immer nicht so recht, wo man sich verkriechen soll. Nach Süden gibt es nicht so viele geschützte Buchten hier. Dann soll es gewittrig werden, dann soll es regnerisch werden. Ja, und dann haben wir uns jetzt überlegt, gehen wir halt in die Marina nach Prevesa. Und das Ithaka und das Kefalonia, das machen wir dann nächstes Jahr. Bei uns geht es ja nächstes Jahr genau hier wieder weiter. Und da haben wir dann wieder jede Menge Zeit. Hoffentlich kommt nicht Corona wieder dazwischen. Verschreien wir es nicht. Und ja, da freuen wir uns dann schon drauf. Und dann machen wir die Inseln da unten alle noch. Und unsicher. Unsicher, ja, machen wir so unsicher. Und jetzt machen wir erstmal Frühstück. Und das war's jetzt für dieses Video. Und mal schauen, wie viel Videomaterial ich noch zusammenbekomme. Bis nächste Video, mal gucken, ob es noch eins gibt. Aber ein kleines auf jeden Fall noch. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.